Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, unsere Kollegin Frau Beate Müller-Gemmecke. Bitte schön, Frau Kollegin Beate Müller-Gemmecke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Kirchen haben ein Selbstbestimmungsrecht, und vor diesem Hintergrund ist der dritte Weg entstanden. Auf den ersten Blick scheint also alles ganz einfach. Inzwischen beschäftigen sich aber die Gerichte mit dem kirchlichen Arbeitsrecht. Und vor allem hören wir von den Mitarbeitervertretungen lautstark Kritik. Und deshalb beschäftigen wir Grünen uns schon länger mit dem kirchlichen Arbeitsrecht. Wir haben eine kleine Anfrage dazu gestellt und auch zwei Fachgespräche durchgeführt. Das Thema ist komplex, und deshalb ist die Debatte in unserer Fraktion auch noch nicht abgeschlossen. Wir werden uns heute beim Antrag der Linken enthalten, auch weil uns die Debatte und die Diskussion wichtig ist. Wir nehmen das Thema und vor allem auch die Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen ernst. Und das sollten Sie, die Regierungsfraktion, auch tun. Und Herr Weiß, Herr Kolb, es ist einfach Augen zu und durch ist einfach zu wenig. Drei Aspekte möchte ich kurz ansprechen. Erstens die kirchlichen Loyalitätspflichten. Wenn die private Lebensführung im verkündigungsfernen Bereich zur Kündigung führen kann, dann ist das heute schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Und damit muss sich die katholische Kirche Frau Kollegin auseinandersetzen. Sie sehen, eine Zwischenfrage ist angemeldet des Kollegen Otto Fricke. Gestatten Sie diese? Ja. Bitte schön, Kollege Otto Fricke. Frau Bitte? Kollegin Müller-Gemmecke, damit das nachher dann nicht zu einer Verschiebung der Wahrnehmung führt, darf ich fragen, ob das, was Sie jetzt sagen, mit Ihrer Spitzenkandidatin und mit der Vizepräsidentin in Einklang ist, oder muss ich nachher wieder hören, ja, ich merke ja schon, oder muss ich nachher wieder hören, dass das die Meinung von den Grünen ist, aber nicht von Frau Göring-Eckardt? Bei den Loyalitätspflichten sind wir uns einig. Wir machen Antidiskriminierungspolitik, und da gehört das schlichtweg dazu. Von daher können Sie diese, wie ich finde, langsam lächerlichen Angriffe lassen. Und dass es natürlich so ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, im Übrigen vielleicht auch in Ihrer Partei, das ist so. Ja, wir sind eine Partei, die eine bunte Partei ist, und wir haben unterschiedliche Meinungen. Aber in diesem Punkt sind wir uns einig. Von daher hätten Sie sich die Frage sparen können. Also ich sage es noch einmal, mit diesen Loyalitätspflichten muss sich die katholische Kirche auseinandersetzen, ob jemand homosexuell ist, ob sich jemand scheiden lässt, wieder heiratet oder aus der Kirche austritt. Das ist für uns Privatsache, und das entspricht auch unserer Antidiskriminierungspolitik. Zweitens das Streikrecht, und dazu gab es ja schon das BAG-Urteil. Die obersten Arbeitsrichter haben das absolute Streikverbot in den kirchlichen Einrichtungen aufgehoben. Gleichzeitig wurde aber auch das kirchliche Selbstbestimmungsrecht bestätigt. Insofern sind Streiks dann doch wieder ausgeschlossen, aber nur unter eindeutigen Voraussetzungen. Laut BAG-Urteil müssen die Kirchen das Koalitionsrecht akzeptieren. Sie müssen die Gewerkschaften einbinden und die Verhandlungsergebnisse dann auch verbindlich und wirklich umsetzen. Und dieser letzte Aspekt ist mir ein besonderes Anliegen, denn gerade die Diakonie hat hier viel Spielraum, den sie auch nutzt, und zwar zulasten der Beschäftigten. In diesen Fällen droht den kirchlichen Einrichtungen zukünftig Streik, und ich meine auch zu Recht. Dennoch, mit dem Urteil wurden beide Seiten gestärkt, Kirchen und Gewerkschaften gleichermaßen. Die Erfurter Richter setzen auf Kompromiss und auf Verständigung, und vielleicht bringt das Bewegung in die bislang unversöhnlichen Positionen. Wir würden das begrüßen. Und damit bin ich beim dritten Aspekt der Situation allgemein. Wir wissen alle, dass der heutige Wettbewerb im sozialen Bereich eine politische Entscheidung war. Kollege Schreiner hat es gerade ausführlich ausgeführt. Mittlerweile ist der Kostendruck enorm. Der Wettbewerb gefährdet die Qualität und geht zulasten der Beschäftigten, auch in kirchlichen Einrichtungen, und das ist nicht akzeptabel. Meiner Meinung nach brauchen wir Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, die für alle Anbieter in der Branche, in dem sozialen Bereich gleichermaßen gelten. Und dafür haben wir ja eigentlich das Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung.
Die Kirchen lehnen aber Tarifverträge ab. Das Tarifvertragsgesetz hingegen kennt aber keine kirchlichen Entgeltregelungen. Und das ist im Übrigen auch für mich nicht verhandelbar. Dennoch, genau dieser Konflikt muss gelöst werden. Und hierfür tragen alle Verantwortung, auch die Politik. Wir brauchen qualitativ gute soziale Dienste. Notwendig sind faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und auch eine Mitbestimmung auf Augenhöhe. Eine radikale Änderung per Gesetz funktioniert nicht. Wir dürfen uns aber nicht wegducken. Wir müssen uns einmischen, wir müssen Anforderungen stellen und im Dialog Lösungen entwickeln. Denn die soziale Arbeit braucht endlich gesellschaftliche und auch politische Wertschätzung und Anerkennung, und dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Liebe Regierungsfraktion, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Nächster Redner ist für die Fraktion